Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelaar und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar will ich heute mal wieder einen Vision Run machen, diesmal mit vier Masken. Ich habe da schon ein, zwei Versuche gehabt. Ich hoffe, dass das diesmal ein Clear Run wird. Und ja, alles weitere, was ich für Talente, Fähigkeiten, Mats und Zeug benutzt habe, zeige ich euch am Ende, wenn es klappt. Sonst machen wir wieder 10 Minuten Prolog hier und dann verkacken wir es nach 5 Mobs gefühlt. Deswegen, ich würde sagen, wir starten durch. Ich habe mich voll durchgebufft. Die Masken, mit denen ich spiele, sind quasi alle, bis auf die Maske, die meine Sanity halbiert. Heißt, ich habe auch die dabei mit 400% mehr Sanity-Verlust bei Fähigkeiten. Und das kann schon relativ ordentlich reinknallen. Ich check jetzt bloß nochmal für mich ganz schnell, ob ich nicht wieder irgendeine Kacke hier drin habe. Das könnt ihr auch gerne mitgucken. Und ich gehe danach noch ein bisschen mehr drauf ein. Okay. Das ist zum Beispiel, ich habe, gut, dass ich geguckt habe, ich habe die falsche Essenz drin. Alles klar. Gut, nehmen wir die mal rein. Keine Ahnung, warum ich da eine andere drin hatte. Ja, gut. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Jetzt habe ich halt, ne? Jetzt habe ich halt fast 1 Million Life somit. Und vielleicht kriegen wir sogar auch noch den Life-Buff. Da geht dann nochmal ein bisschen was mehr. Wäre natürlich schick. Ich habe mir auch ein bisschen dieses Food auch wieder geholt, ne? Wo wir dann noch ein bisschen Sanity hochkriegen. Und ja, ich schaue jetzt nach, also normalerweise wäre es hier sinnig, nach der Dings zu gucken. Die Tür ist zu. Okay, den Life-Buff kriegen wir schon mal nicht. Also da könnte die Türe offen sein. Und wenn sie da offen ist, dann ist da drin so ein kleines Event. Und wenn man das Event quasi spielt, dann kriegt man einen Buff, dass man, ja, 10% mehr Life bekommt. Ist für mich tatsächlich relativ stark. Hat den Hintergrund, dass natürlich mehr Leben immer nett ist, ganz klar. Jetzt warte mal, desorientieren wir die. Oh, ich glaube, den 4 habe ich nicht desorientiert. Okay, jetzt habe ich den Buff. Easy. Jetzt kann ich hier einfach drin stehen bleiben. Das ist ganz schön. Ich habe jetzt mir so eine Weak Aura geholt, aber den 4. Ah, ja, gut, okay. Der 4 ist mir auch egal. 10 Sekunden habe ich noch. Solange ich den Buff habe, kann ich in allem stehen bleiben. Die Mobs können mich eigentlich eh nicht wirklich töten, ja. Also, ich als Tank mit fast 10 Millionen Life. Da passiert nichts, ja. Also ob ich jetzt in der Void Zone stehen bleibe oder nicht, ist tatsächlich irrelevant für mich vom Überleben, zumindest bei den meisten Effekten. Aber natürlich zieht es meine Sanity extrem runter. Und das hat dann natürlich schon Relevanz für mich, sobald ich nämlich weiß, okay, ich habe den Buff drauf. Alles easy. Schau mal, jetzt haben wir fast die komplette Sanity nämlich wieder voll. Warte mal, sind wir in Combat? Warum bin ich so langsam? Muss immer ein bisschen checken, ob das passt. Wahrscheinlich ist jetzt der Minenraum offen. Ja, ist er. Okay, also den können wir nachher mitnehmen. Da ist, habe ich den einen Mob jetzt nicht getriggert? Doch, habe ich. Perfekt. So, jetzt werden wir hier geslowt. Ich habe den einen Boss bewusst noch nicht mitgenommen. So, jetzt gehen wir mal in den Bären. Schmeißen hier auch HT. Die ziehe ich jetzt einmal hier ein bisschen um die Ecke rum. Aber ihr seht schon, die gehen relativ gut runter. Ich darf halt bloß in nichts drinstehen, sonst verliere ich halt extrem viel Sanity. Und das wollen wir halt eher vermeiden. Hoffen wir dann. Ah, okay, da ist der Buff. Jetzt ist alles easy peasy. Jetzt können wir uns in jeden Shit reinstellen. Da passiert nämlich nichts. Deswegen, so, bis ich den Buff habe, passe ich halt tatsächlich ein bisschen auf. Und sobald der Buff da ist, ist alles easy. So, jetzt schauen wir mal, dass wir die Bomben mitnehmen. Und ich laufe hier immer sehr ineffizient, habe ich gemerkt. Das wollte ich eigentlich verbessern, aber ne, ihr wisst ja, wie es mit Vorsätzen ist und dann mit der Umsetzung. Jetzt werden wir uns den Minenbuff einmal holen, falls ihr das nicht kennt. Hier ist es quasi so, dass wir hier safe durchlaufen müssen. Ich mache hier lieber ein bisschen langsam tatsächlich. Dann hier auf die Mine drauflaufen. So, jetzt haben wir den Buff und jetzt müssen wir einmal hier auf eine andere Mine raus. Und tada, wir haben jetzt 10% mehr Damage für den kompletten Run. Oh, das ist schick. Also klar, ihr verliert ein paar Sekunden, indem ihr da oben rumtigert. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber das im Verhältnis dazu, dass wir quasi. Shit, da fehlt noch eine Bombe. Ach, schau mal. Ich habe gesagt, ineffizient rumlaufen. Ja, bestes Beispiel eben wieder. So, Sprengstoff zünden. Ah, oh, nein, ich habe mein anderes Trinket nicht angezogen. Ah,
das tut jetzt gerade richtig weh. Ich habe mein Laser-Trinket nicht an. Ich wusste, dass ich was vergessen habe. Okay, machen wir die Kiste danach auf. Jetzt habe ich mein Laser-Trinket nicht dabei. Das ist natürlich bitter an der Stelle, aber ja, keine Ahnung. Das andere ist jetzt auch nicht schlecht, was ich habe. Overall bringt mir das sogar mehr Damage, aber ich brauche halt, weil ich ja relativ gut immer eh aufgestellt bin, brauche ich halt eher den schnellen Single-Target-Schaden. Und dieses Trinket, das kann ich halt auf Aktivierung sehr schnell mit Single-Target-Schaden raushauen. Und dementsprechend finde ich das halt nicht allzu schlecht. So, das haben wir auch aufgehoben. Wahrscheinlich haben wir jetzt nicht alle Kisten mitgenommen. Ist jetzt aber nicht so wild. Wir setzen uns jetzt hier nochmal hin. Ihr seht, wir haben von der Sanity Bar ziemlich viel tatsächlich noch. Und können jetzt hier auch nochmal das Food reinhauen. Ich hätte natürlich die Tränke auch noch mitnehmen können. Und ihr seht, ich bin jetzt fast voll und ich habe jetzt ein Viertel gecleared, habe aber trotzdem fast volle Sanity. Und das ist halt sehr stark. Deswegen lohnt sich das tatsächlich, mit dem Dings zu spielen. Fuck, das war jetzt natürlich nicht gut. Kommen gleich die Rogues hier. Na, seht ihr? Ach. Ah, okay, ich habe einen Buff gekriegt, aber da kann ich trotzdem nicht durchlaufen. Ah, komm, geh weg. Kann ich nämlich in allem von ihm stehen bleiben? Warte mal, den Buff habe ich. Doch, ich habe den Buff noch. Perfekt, das lief gut. Eigentlich war das jetzt sogar fast ein bisschen wasted, sie als erstes zu machen. Okay, hier muss ich drauf achten. Die können mich gleich abfacken, wenn sie wollen. Desorientieren. Das ist nämlich der CC, der da kommt. Okay, von dem habe ich mich nicht treffen lassen. Das war schon mal tatsächlich gar nicht so schlecht gespielt von mir. Weil das verkacke ich fast jedes Mal. Und dann beginnt halt die Shitshow tatsächlich. Ich bin im CC. Vom CC kommen dann 10 Millionen Void Zones. Und dann kann ich aus den Void Zones nicht mehr rausgehen, weil ich ja im CC bin und verliere so viel Sanity. Das glaubt ihr gar nicht. Also da geht richtig die Shitshow dann los. Deswegen passe ich da tatsächlich ein bisschen auf. Jetzt muss ich mal gucken, war das clever? Das war nicht clever. Nein, ich konnte es nicht mehr desorientieren. Ah, jetzt bin ich im Doppelstun. Das kostet. Das kostet. Ja, aber ich war giftet zum Glück. Also. Sanity verloren. Bitter. 70 Sanity weg. Ja, das war jetzt nicht gut, aber der gibt mir gleich wieder ein bisschen was. 200. Die einen lasse ich jetzt mal stehen. Die sind jetzt für mich nicht relevant. Ich will nämlich jetzt hier bei ihm noch keine Orb benutzen, dass ich beim Boss gleich tatsächlich alles noch ready habe. Was jetzt halt bei dem Boss ist tatsächlich der. Okay, das war jetzt nix. Jetzt sind wir natürlich desorientiert in der Void. Seht ihr, das wollen wir nämlich nicht. Weil hier ist der Laser halt Gold wert. Weil ich halt, darf ich gleich nicht moven? Schau, ich schaue halt, dass ich nur mit AE-Fähigkeiten hinter mich hau. Dass ich halt nicht in die Fläche backpedalen muss und dass ich die Augen nicht erwische. Und deswegen ist der Laser halt hier so gut, weil der Laser auch hinter mich geht. Muss man gleich wieder stehen bleiben? Ah ja. Bitte keine Einschläge hierauf. Perfekt, jetzt sind die Augen so, dass ich mal von vorne drauf hitten kann. Bis eben. Jetzt ist er natürlich wieder weg. Der Kampf geht relativ lang, aber ich habe gesehen, dass es besser ist, ich spiele ihn safe und drehe mich nicht um, als dass ich dann ewig viel Sanity verliere. Da mache ich lieber hier ein bisschen länger. Solange ich quasi hier keine komplette Orb verliere, ist es das wert. Jetzt darf ich gleich nicht moven. Mit dem Laser habe ich ihn halt
wesentlich schneller dauern. Komm, wir hauen jetzt die Explore einfach hier rein. Obwohl das eigentlich dumm war, ich brauch sie hinten tatsächlich. Ah, das war jetzt nicht gut, die Explore hier zu ziehen. Aber ich kann ihn halt nicht direkt melee'n. Okay. Ach, der hat mir jetzt den Buff gegeben. Hälfte habe ich. Okay, passt aber. Zwei Viertel down. Wir haben noch keine Orb ziehen müssen. Das sieht gut aus bis hierhin. Wir holen uns jetzt hier wieder ein bisschen was ab. Theoretisch könnte ich die Dings mitnehmen. Also die hätte ich jetzt auch skippen können, aber ich denke mal, das passt. Theoretisch hätte ich die Dinge mitnehmen können, diese ganzen Tränke, die rumliegen. Aber ehrlich gesagt, habe ich die bis jetzt auch immer außen vor gelassen und ich glaube, ich brauche sie nicht wirklich. Wenn ich Safe Movement spiele, ist die Sanity nicht wirklich so das Problem. Oder sollte zumindest nicht so das Problem sein. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen über die Hälfte. Das müsste eigentlich passen. Ja, das dumme Viertel kommt noch. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich habe halt für das dumme Viertel habe ich halt jetzt noch komplett alle Orbs. Also ich habe noch keine verbraucht. Und mein Proc ist auch noch nicht gekommen. Also wir reden hier von dem Proc, dass ich... Ich pull den Boss jetzt bewusst noch nicht. Ah, jetzt bin ich nämlich giftet. Okay, jetzt pull ich den Boss erst. Weil der haut hier diesen Kack-Cast auf mich drauf. Jetzt muss ich ihn interrupten. Ich kann ihn noch nicht interrupten. Fuck it. Jetzt kann man interrupten. Weil der zieht ja übelst viel Sanity ab, deswegen cleave ich die ganzen Mobs down. Und dann mache ich ihn erst, tatsächlich. Jetzt habe ich sogar Sanity Plus gemacht hier. Oh, der castet halt instant nochmal. Fuck, da hinten ist jetzt hier der Geist, der mich verfolgt. Das ist jetzt suboptimal. Nochmal ein Geist. Na gut, okay. Easy. Schau mal, jetzt habe ich sogar hier durch das Viertel meine Sanity wieder aufgefüllt. Sieht gut aus, ja? Also bis jetzt sieht's sehr gut aus. Ich glaube, bis hierher. Also, wenn ich jetzt alle Masken gehabt hätte, bis hierher würde ich sogar mit allen Masken kommen. Bin ich mir relativ sicher. Bis hierher sieht's sehr gut aus. Wie gesagt, ich hab den Free Death habe ich noch und ich habe noch alle Orbs, ne? Und brauche nur noch ein Viertel. Aber das Problem ist, das nächste Viertel wird mir halt alle Orbs ziehen. Das weiß ich jetzt schon. Ich habe das nämlich schon zweimal versucht mit vier Masken und da ich es noch nicht geschafft hat, offensichtlich zweimal verkackt, ja. Weil es durch wirklich dumme Sachen teilweise gescheitert ist. Hey, jetzt habe ich gar keinen Mob getötet und hab giftet bekommen. Ich dachte, das kriegst du nur, wenn du einen Mob tötest. Oder liege ich da jetzt gerade falsch? Anscheinend liege ich da falsch, ne? Okay, das Viertel haben wir auch fertig. Jetzt können wir hier nochmal. Wo ist mein Food? Ich kann nochmal fooden. Der Freitod. Ja, den Freitod brauche ich auf jeden Fall bei dem Mage-Viertel. Okay, haben wir das auch noch? Die mache ich jetzt weg, weil ich mir mal mein Dings gern aufsparen würde. So, jetzt wird es tatsächlich interessant. Ja, super jetzt. Ah, okay, ich bin giftet, perfekt.
bräuchte den Gifted-Buff bei dem einen großen Mob, der da hinten kommt, ne? Also nicht der hier, sondern. Der gleich kommt. Bin am Überlegen, ob ich mit so wenig Sanity den spielen kann. Warten wir das noch kurz ab. Fuck. Ja, ich hätte es nicht machen sollen. Ich kann halt nichts machen hier. Es ist halt so ein Wix-Mob. Das hat mich jetzt mein Free Death gekostet. Jedes Mal. Ich weiß nicht, was ich gegen den Typen machen soll. Ich glaube, das hat mich jetzt den Run gekostet, ne? Ich glaube, ich muss bei dem mit der Orb spielen. Weil das ist so eine Rotze. Du musst aus diesen Void Zones rausgehen, weil die hier so viel abziehen, ne? Der die ganze Zeit spawnt. Also musst du eigentlich konstant laufen, aber du musst aus dem Breath rausgehen. Du wirst halt einfach weggeslowt. Also ich. Keine Ahnung. Ich weiß es halt nicht. Das war jetzt ganz schön gewastet, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, nach dem setze ich lieber nochmal eine Orb ein. Ich habe ja halt jetzt noch, ne? Ach, keine Ahnung, das ärgert mich. Das war dumm gespielt. Ich hätte einfach vor dem Dicken eine Orb einsetzen sollen. Wisst ihr, was ich meine? Dann wär das nicht so schlimm gewesen. Weil jetzt habe ich meinen Free Death raus. Ich habe jetzt noch zwei Orbs, aber die bringen mir gar nichts. Ich habe jetzt danach nur noch zwei Monster, die ich besiegen muss. Wisst ihr, ich habe jetzt nur noch den Endboss. Und, ja. Eigentlich, wisst ihr, was ich jetzt machen kann? Mit der Leiste, mit der komplett vollen Leiste. Weil da ich noch zwei Orbs habe, kann ich jetzt hier rumlaufen und erstmal Kisten aufsammeln. Wenn hier noch irgendwo Kisten sein sollten. Oh fuck. Ich hab den da unten nicht gesehen. Weil im Endeffekt setze ich vor dem Boss oben nochmal das Ding ein. Und ich setze vom Endboss nochmal eins ein. Und im Kampf kann ich eh nichts benutzen, von dem her. Für den Dicken musst du Gifted abhaben. Ja, aber ich kann ja jetzt keine anderen Mobs mehr bekämpfen hier, weißt du, was ich meine? Ich hole mir jetzt halt ganz gechillt noch die Kisten. Und dann setze ich halt oben das Ding ein. Können wir auch mal den Postkasten noch aufmachen? Ne, das geht gar nicht. Ich glaube, mehr Kisten sind hier tatsächlich gar nicht. Ich könnte da unten noch kurz gucken. Dann ist es wenigstens nicht ganz so dramatisch. Ich glaube, hier ist tatsächlich nichts mehr. Wir kommen immer noch so einen Trank mit. Ach, der hat mich abgebrochen. Okay.
Ja, egal. Ich glaube viel mehr. Ah, schau mal, jetzt sind wir giftet. Aber jetzt, bis ich da oben bin, dauert es halt zu lang, ne? Was mit was bin ich denn im Combat? Ja, schau, das ist das Problem. Du kriegst den ja nur, wenn du, ich glaube, wenn du ein Monster umhaust oder wenn du irgendwie drauf damagst, ne? Ich hätte halt ganz easy einfach vor dem einen Dicken das Ding ziehen können. So. Jetzt hauen wir hier nochmal eine Orb hin. Ich weiß gar nicht, ob ich den Magier in die Orb ziehen kann, ob das geht. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das geht nicht. Ach fuck, ich wollte mir das andere Makro reinziehen. Fuck, jetzt bin ich aus dem Bären gegangen. Glaube, verwandeln kann er mich nämlich gar nicht. Ich habe nämlich jetzt hier, ne, hat mir. Warte mal, ich muss stehen bleiben. Bordet sie sich gleich nochmal weg, warte mal ab hier. Das sieht sie einfach aus, ich laufe hier nicht durch die Fläche durch. Wir haben Zeit. Ich muss einfach nur safe spielen hier. Hat er jetzt hier gerade nochmal den Cast durchgekriegt oder was? Ja, ganz ehrlich, ich habe jetzt halt nicht mal wirklich viel hier verbraucht, ne? Wenn ich das so spiele, dann geht's halt echt. Ohne Kack. Also, Stand bis hierher, hätte ich halt diesen einen großen mit einer Orb gespielt, dann wäre bis hierher wahrscheinlich gegangen, wenn ich sogar mit fünf Masken gespielt hätte. Ich habe jetzt immer halt noch eine Orb und eine habe ich halt komplett gewastet, ne? Da war ich fast voll und habe sie eingesetzt, aber Safety first, ne? Jetzt hier, ne? Jetzt, das, die ist auch schon wieder gewastet, die Orb. Ich habe 800 und ich setze halt jetzt eine Orb ein, aber ist halt nur noch der Endboss, bringt halt nichts. Aber jetzt habe ich alles für den Endboss. Ich hätte, warte mal, ich hätte die auch beim Boss hinsetzen können, ne? Fällt mir gerade so ein. Ja, der hatte schon viel Life jetzt. Darf jetzt halt von nichts getroffen werden. Naja, ich musste da rausziehen. Bist du denn jetzt hin? Ach. Das blöde Auge. Das zieht mir jetzt übelst viel geistige Gesundheit ab. Ich musste da ein bisschen rauskriegen. Hier merke ich halt schon, dass ich das Ding nicht hab, ne? Aber ich mach's jetzt lieber mal ein bisschen safe. Was? Warte mal. 400 Geister. Wurde ich jetzt dadurch getroffen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt wird's halt noch knapp am Ende, ne? Hey, ich dachte, ich habe ihn LOS. Okay, anscheinend habe ich ihn nicht LOS. Richtig hart verkackt jetzt gerade noch. Oh mein Gott. Ich verkack's halt jetzt. Pixel da hat nicht mehr so wirklich rausgezogen. Mit blöden Augen. Ich komme halt nicht mehr an den Boss ran. Fuck it, ich bin weggeslowt. Hütet euch. Muss ja aber mal sterben hier.
Fuck, ich bin gestunt. Bin immer. Kacke. Ich komm halt nicht mehr an sie ran. Das ist das Problem. Die muss da mal rauskommen. Die hat halt nichts mehr an Leben. Hütet euch. Ach, komm doch einfach da mal weg. Alter. Das habe ich jetzt am Ende, hätte ich fast noch verkackt hier. Also, so wie ich es am Ende gespielt habe, mit 5 Masken, never. Der Rest war okay, aber das hier, never am Ende. Naja, wenigstens haben wir die 4 Masken. Also da muss ich mir ehrlich gesagt noch was einfallen lassen. Ich krieg die halt da kaum. Jetzt habe ich nochmal ein 465 gekriegt, aber das bringt nichts. Was ist das hier? Noch ein Pad, das habe ich auch schon. Ah, weiß ich nicht. Da muss ich dann tatsächlich noch ein bisschen gucken. So, das Pad lernen wir. Was haben wir jetzt hier an Marken? 1100, das ist gar nicht viel. Schauen wir mal. Okay, und jetzt muss ich mal schauen. 6000, ah, nice. Jetzt kann ich das hier ausgehen. Jetzt habe ich alle Technologien. Perfekt. Okay, gut, so viel dazu. Jetzt kann ich euch noch zeigen, mit was ich gespielt habe. Ja, wollte ich am Ende machen. Also, erstmal habe ich hier mit dem falschen Trinket gespielt. Das wollen wir nicht, aber wir fangen mal mit den Talenten an. Also, ich habe mit Dornenranken gespielt für extra Damage, den Charge, dass ich halt chargen kann. Gleichgewichtsaffinität, dann haben meine Fähigkeiten eine höhere Range. Auch die AE-Fähigkeit, das ist das Wichtige. Typhoon, dass ich die Mobs wegkicken kann. Damit kann man sie mal unterbrechen, wenn sie ätzende Sachen casten. Inka habe ich gespielt für die großen AE-Puls, ne? Erdenwächter und Reißen und Beißen, das ist so, ja, Standard. Damit macht man noch ein bisschen mehr Schaden auf den Mobs. Genau, dann vom Hals her habe ich einmal mit Anima gespielt. Das ist diese Explo, die hier so eine Explo raushaut. Die macht halt relativ viel Schaden, weil es 10% von meinem Leben sind. Und da ich 1 Million Leben habe, sind 10% 100.000 Damage. Also ich hau auf alle Mobs um mich rum 100.000 Damage mit einem Hit drauf und heile mich auch um das. Aber habt gesehen, die Heilung war nicht notwendig. Dann habe ich Nullifikationsbarriere, das ist ein Schutz. Habe ich jetzt auch nicht wegen dem defensiven Aspekt gespielt, sondern wenn ich Schaden kriege, Magic-Schaden, dann absorbiert es das und platzt auf und gibt den Gegnern wieder Damage. Also das verursacht theoretisch auch Schaden. Dann habe ich hier so eine Heilrune oder so ein Heil-Dings drin. Lohnt sich eigentlich nicht. Ich habe deswegen 10% weniger Verderbnis gemacht, dass ich quasi hier unter 40 Verderbnis bin. Und dann hier Flamme, das ist halt das Beste im Single-Target, auch als Passives, genau. Das sind soweit die Skillungssachen. Mit Trinkets habe ich dann einmal hier mit dem Trinket hier aus Mechagon gespielt. Das ist ein Use-Trinket, macht ja eh Schaden, ist sehr praktisch. Jetzt hier mit dem Würfel, der ist okay, aber ich hätte eigentlich lieber mit dem anderen Use-Trinket gespielt, mit dem hier, diesem Taschenrechner-Ding, weil ich da relativ viel Single-Target-Schaden auf, ja, auf den Boss drauf bringe. Das wäre eigentlich besser gewesen. Und was für Corrupted Gear habe ich? Ich habe zweimal hier Zwielichtsverwüstung. Das ist der AE-Strahl, der vor mir rumgeht. Ist bei so großen Pulsen nicht schlecht. Einmal habe ich das hier drauf und einmal habe ich das hier drauf. Und dann spiele ich noch mit einmal Echoing Void. Also sprich auch eigentlich eher so Single-Target-Schaden. Ist halt alles prozentual von meinem Leben. Und ihr seht, fast 1 Million Leben. Da geht halt was, ne? Da sind halt hier dann 6% von 1 Million sind halt einiges, wenn der Proc kommt. Dementsprechend ist das relativ stark. Genau, das sind soweit die Sachen. Was ich auch drauf hatte, Buff Food Flask, ich habe mir die Kriegsrollen draufgehauen. Hier die Tränke, also Pots rein und den Kebab habe ich ab und an draufgehauen. Habe ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht gebraucht. Also von der Sanity insgesamt wäre ich wahrscheinlich sogar mit einer Kugel nur hingekommen, aber ich habe lieber vor jedem Boss nochmal, also von den beiden schwierigen, komplett aufgeladen, einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, weil ich hab's ja eh quasi, ne? Den Endboss muss ich besser spielen, den Boss im Mage Tower, der war okay, und dieser große Ätz, dieses Ätzviech vor dem Mage Tower, habt ihr gesehen, was ich da in Sanity rausgehauen habe? Da ist auch mein Proc gekommen, keine Ahnung. Das habe ich richtig verkackt, aber es hat trotzdem gereicht. Okay, achso, und Umhang habe ich auf hier auf 12, auf 11, so rum, ja, genau. Genau, das sind soweit die Dinger. Hier die
Hier, das könnte ich euch auch zeigen, aber ganz ehrlich, da habe ich jetzt einfach irgendwas reingezogen. Hätte ich wahrscheinlich auch noch bessere E-Trades nehmen können. Jetzt können wir einfach mal hier so durchblättern, was ich habe. Jetzt nichts Besonderes. Gut, das war's mit dem Maskenrun. Zum Glück hat's geklappt. 4 Masken haben wir durch. Und ja, jetzt werde ich in OG noch 4 Masken machen und dann werden wir 5 Masken angehen. Wenn ich sauber spiele, also wenn ich alles komplett sauber spiele, denke ich auch, dass mit dem aktuellen Setup ein 5-Masken-Run drin ist, aber dann darf ich mir halt keinen Fehler erlauben. Ne? Und da waren jetzt 2 grobe Schnitzer drin, die ich mir dann beim 5-Masken-Run nicht erlauben dürfte. Okay, gut, wenn ihr wollt, schaut beim nächsten Video wieder rein. Euer Tila, bis dann, ciao.